Hi Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video von mir. Bald beginnt wieder der Schulalltag. Aber was ist eigentlich der Schulalltag und wie können wir ihn so gestalten, dass er der beste Alltag für uns ist? Hi, ich bin Lara Emily. Ich habe dieses Jahr ein 0,8 Abitur gemacht und teile hier auf YouTube und auf allen anderen Social Media Plattformen meine besten Tipps für eine gute Schulzeit. Und heute geht es mal um eine Schulalltagsroutine bzw. darum, wie man seine Routine etablieren kann, was man aufnehmen sollte, was man vermeiden sollte und ein paar Dinge, die mir geholfen haben in meinem Schulalltag. Und es gibt hier ja schon mega viele Tipps auf meinem Kanal mit Gewohnheiten, die man etablieren sollte, mit generellen Lerntipps, Lernmethoden und so weiter. Aber ich habe noch nie so wirklich über eine richtige Schulalltagsroutine geredet mit kleinen Gewohnheiten, die man so ja in seinem Schulalltag einfach hat. Also einfach einen Tag. Das soll jetzt nicht heißen, dass ihr genau alle Schritte, die ich jetzt sage, so machen müsst. Das sind nur ein paar Hilfestellungen und Ideen, Inspirationen, die ihr in euren Tag einfließen lassen könnt. Aber natürlich haben wir alle andere Hobbys, andere Vorlieben, andere, weißt du was ich, noch Verpflichtungen, die man machen muss, Obligationen, Hobbys, Familie und so weiter. Das sind alles Komponenten, die man irgendwie mit einplanen muss. Aber jetzt viel Spaß beim Video und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und einen Daumen nach oben zu geben. Ich werde jetzt mit dem Tag nach der Schule beginnen quasi, also mit dem Mittag-Nachmittag und mich dann vorbereiten bis zum nächsten Morgen. Wenn ich von der Schule nach Hause gekommen bin, habe ich erstmal meine Schultasche neben meinen Schreibtisch gestellt. Dann habe ich erstmal in unteren Stufen, als ich noch ein Heft da und so dabei hatte, habe ich erstmal alle Hefte rausgeholt und mich gefragt, was wir alles an dem Tag gemacht haben. Also was meine ganzen Fächer waren und habe mich dann gefragt, ob ich alles verstanden habe oder ob noch offene Fragen sind. Das hat mich immer mega belastet, wenn wir ein Thema hatten, was ich nicht verstanden habe. Also gerade in Mathe oder so. Und ich wusste, da wird irgendwann mal ein Test drüber kommen und das ist wichtig für weitere Sachen, die mal kommen in der Zukunft und dann ein Thema nicht verstanden zu haben. Deswegen, falls ich noch Fragen hatte, was ich verstanden habe, habe ich entweder meine Freunde und Klassenkameraden gefragt oder das im Internet selbst rausgesucht, über Bücher rausgesucht und so weiter. Ihr könnt auch im Notfall euren Lehrer direkt anschreiben oder euch die Fragen notieren. Des Weiteren würde ich aber auf jeden Fall nach der Schule auch eine Pause machen und die Pause auch gut nutzen und mich gut ausruhen, um wieder zu regenerieren. Das ist ganz, ganz wichtig. Ich habe zum Beispiel nach der Schule immer gerne einen Spaziergang gemacht mit meinem Hund, um einfach draußen zu sein, neue frische Luft zu tanken, einfach so ein bisschen den Kopf abzuschalten, vielleicht Musik dabei zu hören oder so und zu atmen. Lol. Aber es ist wirklich so, einfach kurz abschalten und neues Leben in sich reinbringen. Dann habe ich aber auch schon gleich immer die Hausaufgaben gemacht, weil ich eher so eine Person bin, die, wenn sie dann sich mal umzieht und fertig macht und sich schon ins Bett legt oder so, dann nicht mehr arbeiten kann. Weil dann ist es für mich fertig. Ich bin auch eher ein Morgenmensch, also ich will eher Dinge schon erledigt haben. Deswegen habe ich gleich die Hausaufgaben erledigt und da ist auch wichtig, die ganzen Effizienz zu erledigen, also halt eine To-Do-Liste zu schreiben mit genau den Aufgaben, zu gucken, was muss ich genau machen, nicht zu multitasken, sich nicht ablenken und so weiter. Also da habe ich auch schon ganz viele Tipps hier auf YouTube, wie man am besten lernt, wie man sich nicht ablenkt. Guckt da gerne vorbei und bedient euch bei den ganzen Tipps. Ich habe mega viele. Ich will gerne wissen, wie viele Tipps ich generell schon hab. Was denkt ihr? Was für eine Anzahl schätzt ihr? Ich weiß es nicht. Nach den Hausaufgaben machen und nach dem Lernen ist es dann Zeit für ein bisschen Entspannung und Selbstfürsorge und andere Hobbys und Familie und Freunde und Beziehungen und alles andere, was ihr in eurem Alltag noch reinbringen wollt oder müsst vielleicht. Wie ich schon am Anfang meinte, es ist ziemlich schwierig, das jetzt so zu betonen für alle Menschen und zu sagen, so ist die gute Routine, weil ganz ehrlich, wenn ich es genauso machen würde, wie ich es hier beschreibe, hätte ich auch ganz viel nicht geschafft. Weil natürlich kann ich nicht jeden Tag was mit Freunden machen oder so, weil ich nebenbei auch noch gearbeitet habe. Ich habe hier meinen YouTube-Kanal, mein Unternehmen, ich habe Nachhilfe gegeben, ich habe Sport gemacht, also ich hatte auch viele Verpflichtungen und es hat auch alles gut gepasst. Für mich hat halt jeder Tag immer ein bisschen anders ausgesehen. Deswegen würde ich jetzt für euch sagen, nachmittags, abends, macht das, was an dem Tag für euch passt, was ihr machen wollt, was ihr machen müsst. Und falls ihr mehr wissen wollt zu Time-Management, habe ich dazu auch schon ganz viele Videos, also ob es für euch passt, vielleicht jeden Tag ein Thema zu geben, also Montag ist Sporttag, Dienstag ist Freundetreffentag oder so, oder ob ihr Time-Blocking macht, ob ihr am Ende der Woche alles plant, das ist sehr individuell. Was aber jetzt nicht individuell, sondern sehr wichtig ist für alle Menschen, ist eine gute Abendroutine zu haben und vor allem rechtzeitig und gleichmäßig, also zur gleichen Zeit ins Bett zu gehen jeden Abend. Ich glaube, wir wissen alle, dass ausreichend Schlaf wirklich essentiell für eine gute Leistungsfähigkeit am nächsten Tag ist. Ich würde eine entspannte Schlafumgebung schaffen, ich würde
Ablenkungen am Abend vermeiden. Ich würde vielleicht lesen davor, meditieren oder so, journalen oder so, etwas Entspanntes machen, nicht mehr auf Bildschirme gucken und vor allem immer zur gleichen Zeit einschlafen und aufstehen. Jetzt sind wir schon am nächsten Morgen. Wen ihr mich vielleicht schon ein bisschen länger kennt oder vielleicht schon meine Videos mal gesehen habt, wisst ihr, dass ich sehr lange um 5 Uhr morgens aufgestanden bin. Gerade auch in meiner Oberstufenzeit war das, glaube ich, also 10. 11. Klasse vor allem, ja, 10. 11. Klasse war das vor allem, bin ich immer früh aufgestanden und habe immer morgens Dinge erledigt. Das mache ich jetzt gerade in meiner Zeit nach dem Abi erstmal nicht, weil ich ja wirklich den ganzen Tag hier Zeit habe. Ich bin aber wirklich ein Morgen- und Vormittagsmensch. Also ich liebe es, Dinge früh einfach schnell fertig zu machen. Und ich bin eher nicht so der Abendsmensch. Aber auch hier Flexibilität und Anpassungsfähigkeit ist wirklich auch super wichtig hier für unsere Schulalltagsroutine, weil das für jeden anders ist. Trotzdem ist es für jede Person wichtig, einen guten Start in den Tag zu haben, ein positives Mindset da schon zu haben. Geht natürlich auch nicht immer mit dem positiven Mindset, aber meistens haben wir Dinge, für die wir dankbar sein können. Dann solltet ihr auf jeden Fall eine Morgenroutine haben, denn die Morgenroutine macht den Tag. Ihr wollt morgens nicht schon mehrere Entscheidungen treffen. Ihr wollt morgens nicht ans Handy gehen, erstmal eine Stunde am Handy sein und dann schon die ganzen negativen Vibes von Social Media aufgesaugt haben. Ihr wollt eine Morgenroutine haben, in der ihr ganz viel Energie tankt, in der ihr ein gutes Mindset entwickelt. Und wie ich es zu jedem Punkt sagen kann, ja, ich habe auch wieder Videos zum Thema gute Morgenroutine etablieren und gute Morgenroutinen für sich irgendwie überlegen und aufsetzen. Innerhalb der Morgenroutine sollte auf jeden Fall drin sein, eure gesunden Schulsnacks zu machen und die Schultasche zu packen, falls ihr das nicht schon am Abend davor gemacht habt. Hier ist auch wichtig, dass ihr zum Frühstück und auch zum Mittagessen natürlich nährstoffreiche Mahlzeiten habt, denn eine ausgewogene, gesunde Ernährung ist wichtig für die Leistungsfähigkeit und gerade in der Schule braucht ihr das auf jeden Fall. Das waren jetzt einige Tipps von mir für euch für euren Schulalltag, einige Gewohnheiten und wichtige Punkte, auf die ihr achten müsst, falls ihr euren Alltag so für euch designt, jetzt vor dem neuen Schuljahr. Schreibt mir gerne mal, ob euch das Video gefallen hat, ob es für euch interessant war oder ob ihr lieber diese normalen Tipps-Videos haben wollt. Ich hoffe, dass wir uns hier bald mal wiedersehen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Vergesst nicht zu abonnieren, damit wir uns bald wiedersehen. Und ja, hoffentlich bis bald. Tschüss!